Hi. Du bist hier bei Volleyballfreak, dem YouTube-Kanal für alle Volleyballverrückten da draußen. Und mein Name ist Steffen. Und in diesem Video habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein brandaktuelles Thema. Und zwar Temu, die Billig-App aus China, flutet quasi den Markt mit Billigprodukten, die ja wirklich Schnäppchenpreis verspricht. Und wir haben einfach mal gedacht, wir testen das Ganze mal und haben uns so einen Ball bestellt. Und dagegen sieht man jetzt hier quasi das Molten Original. Und das schauen wir uns mal an in dem Video, was das Plagiat kann gegenüber dem Original. Die beiden Bälle, irgendwie um die 18 Euro habe ich dafür bei Temu bezahlt versus über 60 Euro in den gängigen Online-Shops. Und ja, wo kommt der Preisunterschied her? Erstmal, wenn man sich so den Ball anguckt, hier das Original hat die offiziellen Bedrucke von Molten, FIVB, hier noch den, das DVV1-Abzeichen. Währenddessen hier im Prinzip alles fehlt. Auch sehr markant ist quasi hier an dem Ventil, hat man noch offiziell im Prinzip den Barcode und hier eigentlich noch einen leichten Aufdruck, der jetzt hier bei dem Ball, weil der schon ein bisschen abgenutzt ist, nicht mehr zu sehen ist. Währenddessen hier, man sieht es, eigentlich nur noch Made in China draufsteht. Ansonsten von der Struktur her, der Oberflächenbeschaffenheit, wer schon mal Molten gespielt hat, wir haben hier diese klassische Wabenstruktur, die ein bisschen mehr Grip dem Ball verleihen soll. Tatsächlich ist diese bei dem Ball deutlich auch zu geben und es fühlt sich auch genauso griffig an. Ja? Also das ist schon mal, wo ich jetzt nicht direkt einen Unterschied sehen würde. Aber, ich habe ein ganz großes Aber, ich habe ihn jetzt noch extra auch wirklich komplett aufgepumpt, wie man es bei neuen Bällen so macht. Und man sieht halt auch hier deutliche Unwuchtung, wenn man ihn so dreht. Also man, ja, ein Wort des Volksmund würde ich sagen, es ist ein Ei. Und das zeige ich euch gleich mal, wenn wir ihn einfach mal auf dem Boden langrollen, dann werdet ihr den Unterschied zwischen über 60 Euro versus 18 Euro deutlich sehen. Als erstes das Original. Wir sehen, er rollt relativ gerade. Als nächstes das Plagiat. Wir sehen, ich nehme jetzt mal die Kamera mit hoch. Er rollt eine Kurve. Ein weiterer Test, den man machen kann, ist ganz simples Prellen. Ja, hier das Original springt schön gerade hoch. So wie ich ihn runterprelle, kommt auch wieder hoch. Jetzt der Temu-Ball. Da sieht man schon quasi, wie er, je nachdem, wo die Rundung gerade aufkommt, geht er links und rechts weg oder nach vorne oder nach hinten. Ja, also für mich gibt es keinen Zweifel. Ich kann euch den Temu-Ball nicht empfehlen zu kaufen. Ja, spart euch die 17 Euro, legt den in einen vernünftigen Molten-Ball an, die sind qualitätsgesichert. Und ich glaube auch, dass der Umtausch deutlich besser, unkomplizierter funktionieren wird, wenn da doch mal irgendein qualitativer Mängel da sein sollte, den hier in Deutschland umzutauschen, als den dann nach China zurückzuschicken. Ich werde es jetzt mal probieren, ob ich zumindest mein Geld zurückkriege, weil damit fürchte ich kein Volleyball spielen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, würde mich freuen. Abonniert auch den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr von Volleyball Freak verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao, euer Steffen.